Hallo, herzlich willkommen zu Loni Yoga heute mit einem sanften Rückenflow. Dieser Flow ist für alle geeignet, richtet sich im Besonderen an die, die vielleicht hier und da mal unter Rückenschmerzen leiden. Wenn wir von Rückenschmerzen sprechen, dann meinen wir meistens den unteren Rücken. Und dementsprechend werden wir aus dem unteren Rücken so ein bisschen im Fokus haben heute, aber wir werden die ganze Wirbelsäule bewegen und uns ein bisschen befreien, hoffentlich von der einen oder anderen Engstelle. Wir brauchen dafür ein Kissen. Ihr könnt eigentlich jedes Kissen, was euch gerade in der Nähe irgendwie erscheint, greifen. Ich habe eine ziemlich dicke Matte, ansonsten vielleicht noch eine Decke für die Knie. Und wenn ihr bereit seid, dann legt euch ab in der Rückenlage. Macht euch bequem. Ihr könnt das Kissen schon mal zwischen die Knie bringen. Die Füße sind aufgestellt, die Arme sind neben dem Körper oder zu den Seiten ausgelegt. Und wir beginnen mit einer sanften Aktivierung im unteren Rücken. Schließt die Augen und mit der Einatmung erlaubt dem Bauch ein Stückchen nach oben zu ziehen und mit der Ausatmung schiebt den unteren Rücken in die Matte, rundet hier. Also ihr spürt diesen Hohlraum, einatmen, kreiert ihn wieder so ein bisschen vorsichtig und mit der Ausatmung füllt den Hohlraum aus. Wir nehmen jetzt die Bauchmuskeln dazu, die helfen uns nämlich, die Wirbelsäule zu stabilisieren. Mit der Einatmung lösen wir die Bauchmuskeln, entspannen die Rippen. Mit der Ausatmung ziehen wir den Bauch nach innen, Beckenboden nach innen, runden in die Matte. Einatmen, öffnen. Ausatmen, in die Matte drücken, mit dem unteren Rücken. Schaut mal, ob ihr noch zwei, drei davon in eurem Tempo machen könnt. Ausatmen ist dieses nach unten schieben, Bauch zieht nach innen, drückt in das Kissen. Einatmen, lösen, weit werden. Einer noch. Sehr schön, gut. Und dann versucht mal von hier aus ganz vorsichtig die Knie nach rechts und nach links schwanken zu lassen, mit oder ohne Kissen. Und schaut erstmal, wie fühlt sich das an. Es kann sein, dass es zu viel ist. Kann sein, dass ihr merkt, uff, lieber nicht so gerne. Oder ihr macht die Bewegung kleiner. In jedem Fall treffen wir uns in der Seitlage. Und von der Seitlage aus kommen wir zum Sitzen. Also kommt langsam aufrecht zum Sitzen auf einem Kissen oder direkt auf der Matte, ist euch überlassen. Und wir finden ein bisschen Aufrichtung hier. Wir nehmen die Ellbogen weit. Mit der Einatmung machen wir kleine Fäuste und ziehen die Ellbogen nach hinten. Und mit der Ausatmung bringen wir die Ellbogen vor uns und runden uns ein Stückchen nach unten. Einatmen, wir öffnen die Arme. Ihr könnt jetzt auch die Handflächen wieder öffnen. Und dann ausatmen, nach vorne rund werden. Jetzt geht der obere Rücken so ein bisschen mit. Einatmen, öffnen. Ausatmen, rund werden. Wer möchte, twistet, also dreht in eine Richtung mit der Einatmung, kommt mit der Ausatmung wieder zurück zur Mitte. Dann zur anderen Seite und zurück zur Mitte. Side to side in eurem Tempo. Achtet auch hier auf den unteren Rücken, wenn es euch zu viel ist, so tief runter zu gehen. Dann könnt ihr natürlich auch den halben Weg machen, kein Problem. Hier noch einmal nach rechts, noch einmal nach links. Gut, und dann kommt noch mal zur Mitte. Mit der nächsten Einatmung streckt die Arme schön weit aus, macht euch ganz groß, ganz weit, vielleicht hebt der Blick leicht an. Mit der Ausatmung setzt die Fingerspitzen hinter euch auf und schiebt mal das Brustbein nach vorne. Der Bauch bleibt relativ fest. Atmet hier, Schulterblätter ziehen zueinander. Tief durchatmen. Gut, noch einmal ein. Und dann mit der Ausatmung Spannung lösen. Sehr schön. Okay, von hier aus kommen wir direkt in alle Viere und ihr könnt gerne das Kissen mitbringen und vielleicht auch die Knie auf eine Decke. Bringt das Kissen zwischen die Oberschenkel, setzt die Hände ungefähr Schulterbreit auf, Zehen aufgestellt.
Einatmen, lasst jetzt mal die Bauchdecke vorsichtig nach unten ziehen, die Schultern zurück. Erstmal testen, wie fühlt sich das an. Und ausatmen, rundet den Rücken Richtung Decke. Das ist jetzt etwas größer in der Bewegung. Also schaut ein bisschen, ob das funktioniert. Und dann ist auch hier ganz interessant zu erfahren, welche Bewegung tut mir eigentlich gut und welche vielleicht gerade nicht. Und die, die euch gut tut, die könnt ihr ein bisschen stärker ausführen. Und die, die ihr gerade gar nicht so angenehm findet, die macht ihr gar nicht so doll. Also hier die Übung für euch anpassen. Gut. Das nächste Mal, wenn wir ausatmen, egal ob ihr einen großen Katzenbuckel macht oder einen kleinen, schaut, dass ihr den Ausatmen kurz anhaltet und zieht den Bauch nach innen, drückt wieder in das Kissen, zieht den Beckenboden nach innen. Ihr werdet ganz leer, ganz leer, ganz leer. Und dann löst es auf. Machen wir nochmal. Ausatmen, ganz rund werden, in das Kissen drücken, Bauch zieht nach innen. Leer, leer, leer. Und lösen. Eine Runde noch. Ausatmen. Und wieder lösen. Sehr schön. Gut. Bring das Kissen jetzt für einen Moment zur Seite. Wir beginnen jetzt das rechte Bein zu heben, aber mit dem Knie gebeugt. Ganz wichtig, das Knie beugt. Die Hände gehen vielleicht so einen Schritt nach vorne. Und mit der Ausatmung zieht ihr Knie Richtung Kopf und Kopf Richtung Knie und werdet rund. Und dann kickt ihr wieder das gebeugte Knie nach oben. Auch hier achtet darauf, welche Bewegung findet ihr angenehmer. Und die andere macht ihr ein bisschen kleiner. Einatmen. Ausatmen. Wir sind immer noch bei rechts ein. Und aus. Gut, letztes Mal nach oben schieben, hier halten. Jetzt halten wir nach der Einatmung an. Aus. Ein Blick geht nach unten. Und dann öffnet das Knie zur Seite und streckt das Bein aus, setzt den Fuß ab. Rechtes Bein setzt auf, ihr kommt nach oben, zieht euch in die Länge hier. Gut, nehmt die Arme zur Seite und lehnt euch einmal hier in die Seitbeuge rüber. Zum rechten Bein, also von vorne gesehen. So, Richtung rechtes Bein rüberlehnen in diese schöne Seitbeuge. Wenn das irgendwo wehtut, wenn das irgendwo zu viel ist, dann nehmt ein bisschen den Druck raus. Beziehungsweise könnt ihr auch einfach ganz lang nach oben ziehen. Atmet hier aus. Und ein. Und nochmal aus. Sehr schön, kommt langsam zur Mitte zurück. Die Arme gehen zu beiden Seiten. Hände an die Hüfte. Und jetzt versuchen wir mal, das rechte Bein nach vorne zu stellen. Schritt nach vorne. Und das linke Knie, das hintere Knie anzuheben. Wir stehen hier in einem Lunge. Nehmen die Arme zu beiden Seiten. Drehen die Daumen nach hinten. Und ziehen vorsichtig das linke Knie Richtung Matte. Nur so ein Stück. Und mit der Ausatmung rollen wir nach vorne, die Daumen ziehen nach unten und die Schultern gehen nach vorne. Also es ist eine kleine Bewegung. Es ist so, als ob die Daumen die Bewegung führen. Einatmen, Knie beugt, öffnen. Ausatmen, nach vorne rund werden. Noch zwei. Sehr schön, noch einer. Aus. Und dann kommt hier zum Stehen, zieht euch lang nach oben und dann senkt langsam das hintere Knie ab. Ihr könnt jetzt das andere Bein dazu nehmen. Die Hände gehen wieder auf, die Matte zurück. Wir haben eine Seite geschafft. Und zwischen den Seiten gehen wir kurz in einen herabschauenden Hund, setzt die Hände ein bisschen weiter vor den Schultern auf, hebt das Gesäß an, die Knie sind noch gebeugt und schiebt euch hier einmal richtig schön in die Länge. Herz zieht Richtung Matte. Tief durchatmen. Daumen, Zeigefinger fest auf der Matte. Gut. Und dann rollt von hier aus ein Stück nach vorne, schaut über die Schultern, vielleicht sogar über die Handgelenke bekommt und lasst die Hüfte ein Stück nach unten sinken, nur soweit es okay ist. Und dann zieht euch wieder nach oben. Kann sein, dass das zu viel ist heute, dann könnt ihr das Ganze auch mit einer Katze-Kuh-Bewegung ersetzen. Wir machen die etwas größere Variante heute. Von der Planke in den herabschauenden Hund für die Bauchmuskulatur. Aber wie gesagt, auf keinen Fall mit Schmerzen, sondern dann lieber auf den Knien. Das geht auf jeden Fall auch.
und sieht so aus. Okay, gut, dann treffen wir uns nochmal hinten im herabschauenden Hund. Wenn es für euch diese Ruheposition okay ist, dann nehmt die nochmal ein, haltet die Knie gebeugt, schiebt das Gesäß schön weit nach hinten, die Daumen, die Zeigefinger schieben nach unten. Spürt ihr die Länge links und rechts, beide Seiten schön gleichmäßig langziehen. Kopf hängt schwer zwischen den Armen. Und mit der Ausatmung setzt die Knie ab. Gut, die Hände gehen wieder unter die Schultern oder so ein kleines Stück davor. Die Finger sind weit gespreizt und dieses Mal ist das linke Bein gebeugt, was nach oben zieht. Vielleicht hebt der Blick minimal an und ausatmen, linkes Knie zieht zur Nase, Hund werden. Einatmen, Kick ab in diese kleine Öffnung, diese kleine Rückbeuge. Ausatmen, rund. Vielleicht schaffen wir noch drei. Langsam und geführt. Schaut, dass die Ellbogen hier nicht überstrecken. Diese ganzen kleinen Dinge, die nebenbei passieren, wenn wir uns auf eine Bewegung konzentrieren. Letzte Runde hier. Okay, und dann öffnet das linke Knie zur Seite und schiebt den Fuß weg von euch. Und setzt den Fuß ab, kommt hier nach oben. Und dieses Mal lehnen wir uns rüber über das linke Bein. Auch hier gilt wieder, wenn euch das zu viel sein sollte und irgendwie Schmerzen verursacht, zieht einfach den anderen Arm in die Länge und nicht in diese Bogenposition. Ausatmen hier. Sehr schön. Einatmen, die Arme kommen wieder nach oben. Und wir versuchen einen Schritt nach vorne zu machen mit dem linken Bein. Hände an die Hüfte. Und von hier aus geht vorsichtig die Hände auf den Boden. Das rechte Knie hebt. Wir kommen zum Stehen. Wenn ihr es schwer findet mit der Balance, geht es auch mit dem rechten Knie auf der Matte. Nehmt die Arme zur Seite, zieht die Daumen zurück, Schultern zurück. Öffnet hier, hebt den Blick leicht an. Ausatmen, die Daumen ziehen nach vorne, wir runden. Ausatmen. Einatmen, wieder aufrollen. Hinteres Knie beugt, ganz wichtig. Und ausatmen, vielleicht leicht in die Streckung mit dem Bein. Noch zwei. Und einer. Gut, setzt langsam das hintere Knie wieder ab. Trete zurück. Hände auf die Matte. Vielleicht gehen die Hände ein Stück nach vorne. Zehen aufstellen. Mit der Ausatmung schiebt euch nochmal zurück in den herabschauenden Hund. Dieses Mal bleiben wir gleich hier in der Stille, in der Ruhe. Und schaut, ob ihr den Bauch so ein bisschen mitnehmen könnt, ein bisschen aktivieren könnt hier. Bauch zieht leicht nach innen. Also ihr trainiert schon mal die Bauchmuskulatur hier als Gegengewicht für den unteren Rücken. Sehr schön. Mit der nächsten Ausatmung fließt nach vorne, setzt die Knie auf und legt euch vorsichtig ab in der Bauchlage. Zieht die Arme nach vorne in eine V-Form oder ganz gerade. Und ihr könnt den Kopf auf der Matte ablegen oder kurz über der Matte halten, aber guckt nach unten. Und von hier aus beginnen wir erstmal mit dem linken Arm so ein kleines Stück von der Matte abzuheben. Und dann zieht den linken Arm eher nach vorne als nach oben. Also ihr hebt ihn nur minimal ab, aber dann zieht ihr den Arm nach vorne und dann setzt ihr wieder ab, als ob ihr ein bisschen verlängern wollt. Rechter Arm einatmen, zieht den Arm nach vorne und atmet wieder aus. Nochmal links ein und aus. Rechts ein. Und aus. Jetzt nehmen wir das Bein dazu, und zwar das gegenüberliegende linke Arm, rechtes Bein ziehen auseinander mit der Einatmung. Ausatmen, ablegen. Rechter Arm, linkes Bein ein, zieht in die Länge und lenkt, legt ab. Nochmal linker Arm, rechtes Bein. Lösen. Rechter Arm, linkes Bein. Und lösen. Kurz entspannen hier. In den Bauch atmen.
Gut, und von hier aus kommt mit den Händen langsam wieder nach oben, auch zieht nach innen, während ihr hier nach oben kommt. Dann gehen wir noch einmal kurz in die seitliche Muskulatur. Geht mal auf das linke Knie, auf die linke Hand und öffnet hier rechten Arm, rechtes Bein. Ihr könnt absolut hier bleiben, ihr könnt den Arm übers Ohr ziehen. Wenn ihr das Gefühl habt, es geht vielleicht noch mehr, könnt ihr den Fuß, der aufgestellt ist, ein bisschen nach hinten drehen. Und mit der Ausatmung zieht jetzt Ellbogen und Knie zusammen. Mit der Einatmung schiebt beides weg voneinander in der Luft. Ausatmen, ranziehen. Einatmen, strecken. Noch zwei. Noch einer. Gut. Okay, und dann langsam absetzen. Die kommt wieder auf die Matte, kurz nachspüren. Die Seiten, die Hüfte ein bisschen ganz vorsichtig Side to Side schwingen. Und dann gehen wir zur anderen Seite. Wir lehnen uns auf rechts, strecken linken Arm, linkes Bein. Entweder mit dem Fuß auf der Matte, nur den Ellbogen. Oder ihr zieht mit der Ausatmung Knie und Ellbogen zusammen. Und dann streckt ihr wieder zusammen. Und strecken. Noch zwei. Der Blick kann nach vorne gehen, nach unten. Gut. Und langsam absetzen. Alles kommt zur Matte zurück. Noch einmal die Hüfte. So ein bisschen Shake, Shake zur Seite. Vielleicht auch die Schultern ganz vorsichtig. Und dann kommen wir wieder zum Sitzen zurück. Das wird unsere letzte Position. Und wir machen einen schönen offenen Twist. Das ist der sichere Twist. Linkes Bein ist lang, rechter Fuß ist aufgestellt. Und wir lehnen mal den rechten Ellbogen gegen das rechte Knie. Nehmen die linke Hand hinter uns und drehen uns ganz langsam Schritt für Schritt auf in diese Drehung. Dreht euch auf mit dem Oberkörper, spürt, wie der Bauch aktiv bleibt. Gut, und dann langsam lösen und wechseln. Jetzt ist das linke Bein, was beugt, das rechte, was streckt. Linker Ellbogen gegen linkes Knie, rechte Hand hinter euch. Richtet euch auf und aus dieser Aufrichtung heraus kommt der Twist. Vorsichtig. Und die tiefe Atmung bleibt. Sehr schön. Und dann kommt langsam zurück. Gut. Von hier aus setzt beide Füße auf, bringt die Füße ein bisschen näher zusammen und wir schwingen noch einmal vorsichtig die Knie side to side. Jetzt kommen wir zum Liegen. Und eine der wahrscheinlich schnellsten Fixes für unseren Rücken ist die Verlängerung der Rückseite der Beine. Vielleicht ist das bei euch so. Probiert es mal aus, streckt einmal ein Bein lang aus. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid hier vorne und tief gebeugt, dann könnte es schon sein. Ja. Wenn ihr könnt, greift euch hier mit den Händen hinter dem Oberschenkel das Bein, streckt das Bein aus und das andere auch. Schiebt die Füße voneinander weg. Wenn ihr hier nicht rankommt, dann könnt ihr auch einen Gurt verwenden. Ich habe jetzt keinen angesagt. Oder ihr könnt auch einfach versuchen, das Bein ohne Hilfe nach oben zu strecken, nach oben zu schieben. Gut, und dann wechselt Seite, streckt das Bein aus, zieht das andere ran, schiebt das Bein nach oben. Vielleicht könnt ihr die Finger verschränken hinterm Oberschenkel, falls der Platz nicht da ist, kein Problem. Dann könnt ihr euch an der Hose auch festhalten oder ihr findet einen Gurt. Oder ihr schiebt einfach ohne Gerät nach oben. Kein Problem. Dann beugt das Knie wieder und setzt die Füße beide auf der Matte auf. Die Knie fallen ineinander, die Füße sind aufgestellt. Ihr könnt die Arme weit nehmen oder hinter den Kopf. Und dann schließt ihr für einen Moment die Augen entspannt. Den Bauch.
Und dann nehmt euch ein paar Momente, um hier vorsichtig auch wieder über die Seite aufzurollen. Kommt also wieder zum Sitzen zurück. Und ich hoffe, es geht euch ein bisschen besser. Ihr fühlt euch vielleicht ein bisschen mobiler in der Wirbelsäule. Und wir verabschieden uns mit einem tiefen Atemzug, die Hände vors Herz, tief einatmen hier und durch den Mund langsam aus. Vielen Dank euch, dabei wart und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.